Herzlich willkommen, liebe Edelmetallfreunde, vor allem heute die Silberfreunde. Ich habe eine exzellente Chance für Sie und die möchten wir jetzt aufgrund der Hilfestellung unseres Freundes Dimitri Speck, einer der namhaftesten Analysten am deutschen Markt, mit dem wir ja auch schon einige exzellente Interviews geführt haben, zum Thema Silber und auch Gold, zur Preisentwicklung. Heute haben wir eine saisonale Chance und zwar steht Silber von einem saisonellen exzellenten Kaufzeitpunkt, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an, denn wir haben zwei Charts mitgebracht, die wir heute von der Firma Sisonex gestellt bekommen haben, mit denen wir ausführlich drüber sprechen möchten, liebe Zuschauer. Zum ersten Chart, den wir jetzt an der Stelle einblenden werden, ist vielleicht Folgendes zu sagen. Man sieht in diesem Chart den saisonellen Verlauf, und zwar den mittleren Verlauf von Silber in Abhängigkeit der Jahreszeit. Und hierzu werden aus den Kurserträgen der letzten 52 Jahre Mittelwerte gebildet. Und auf der horizontalen Achse ist die Zeit im Jahr eingetragen, beziehungsweise auf der vertikalen Achse sehen Sie den Chart, der die entsprechenden Kursinformationen ausweist. Und was besonders spannend ist, dass Sie hier zwei Pfeile nach oben sehen. Zum einen die positive Phase bei Silber, die beginnt im Dezember, also rechts im Chart, und dauert dann bis ungefähr Februar an. Und die zweite positive Tendenz erkennt man dann jetzt im aktuellen Zeitpunkt zwischen Juni, Ende Juni und ungefähr bis Ende September. Wenn wir mal genau hinschauen, dann sehen wir da ein Tief und entsprechend in 31 von 52 der letzten Jahre, wo diese Werte entsprechend erfasst wurden, war zu erkennen, dass bei 31 Fällen der Kurs gestiegen ist. Jetzt klingt 31 von 52 Fällen im ersten Moment gar nicht wirklich so optimistisch. Es ist etwas mehr als die Hälfte. Aber was dazu zu sagen ist, dass während der Phase der Silberpreis im Mittel 4,87% gewann, was aufs Jahr gerechnet 22,71% bedeuten würde. Das Balkendiagramm, das wir jetzt an der Stelle mal einblenden möchten, liebe Zuschauer, zeigt noch was viel Spannenderes. Und zwar schauen Sie mal genau mit mir drauf. Seit 1968 sieht man hier den Ertrag des Silbers in der saisonellen Phase. Leider ist auf der horizontalen Achse das Jahr leider etwas überlagert, aber es zeigt im Prinzip Jahr für Jahr oben, wenn man sich die Balken anschaut, wie die Entwicklung war. Und in den blauen Jahren sehen Sie entsprechend den Gewinn, zu dem es kam, und in den roten Jahren sehen Sie den Verlust in diesem Balkendiagramm. Und jetzt kommt es besonders interessant, dass eben der US-Dollar-Ertrag in Prozent zwischen dem 28.06. und dem 21.09. in den Jahren 68 zweimal über 70% war. 1979 war der Anstieg mit 75,15% besonders hoch und der größte Verlust trat im Jahr 2008 auf. Also er war sozusagen mit 23% deutlich kleiner. Die anstehende saisonelle positive Phase weist also nicht nur einen überdurchschnittlichen hohen Anstieg aus, sondern auch weniger und schwächere Rückgänge. Liebe Zuschauer, der Herr Speck hat uns diese Informationen zugespielt, um Sie jetzt auf einen einzigartigen Kaufzeitpunkt hinzuweisen. Zum einen wissen Sie, wir stehen vor dem größten Edelmetallboom aller Zeiten. Unserer Meinung nach sind wir im Rohstoffzeitalter angelangt. Das heißt, es werden große Mengen in naher Zukunft, große Geldmengen in die Edelmetallmärkte fließen. Und zum anderen steht das Gold-Silber-Ratio historisch gut. Und wenn man sich das ansieht, dann weiß man eigentlich auch, dass gegen Ende Juni ein spannender Kaufzeitpunkt sein könnte. Viele Märkte oder viele Anleger aus anderen Märkten waren ja etwas enttäuscht, dass nach der Corona-Zeit, die ja jetzt etwas abflacht, die Krisensituation, sich der Silberpreis noch nicht wirklich bullisch aus dem Markt geschossen hat. Aber ich glaube persönlich, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Und wie sieht es im Verhältnis zu anderen Metallen, Gold, Platin oder Palladium aus? Wenn Sie das Ganze interessiert, schauen Sie gerne auch mal bei Sisonex.com vorbei. Ansonsten werden wir mit dem Herrn Speck auch in naher Zukunft wieder ein spannendes Interview dazu führen. Ich hoffe, diese Tendenz, die wir Ihnen hier mitgeben konnten, gibt Ihnen ein klares Signal, dass momentan ein spannender Kaufzeitpunkt für Silber ist. Nutzen Sie die Chance, gehen Sie mit in den Markt, wo entsprechende positive Tendenzen sind. Ich glaube persönlich, jetzt sind wir kurz vor dem Ausbruch des Silber, liebe Zuschauer. Natürlich haben wir auch keine Glaskugel, aber wenn man sich die Zahlen etwas genauer ansieht, dann weiß man auch, dass jetzt zum aktuellen Kaufzeitpunkt die Chance besser ist, in den Markt zu investieren, als vielleicht noch vor 2-3 Monaten. Also merken Sie sich einfach immer, Anfang bzw. Mitte des Jahres sind die spannendsten Momente, um exorbitant von den Preiszuwächsen zu profitieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch für das Video geben. Abonnieren Sie gerne den YouTube-Kanal. Wenn Sie eine Beratung wünschen, welches Produkt für Sie das passende ist, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und vor allem hier unten in die Kommentare schreiben, wie Ihnen das Video gefallen hat. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Und schöne Woche für Sie, liebe Zuschauer.